Was haben Sie jetzt? Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zu... Ich hoffe, Sie haben meinen Troll gemieden. Mysteriös und etwas beunruhigend. Was soll ich tun? Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Meine Füße sind nicht zu Rüben geworden. Guter Anfang. Klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlingen benutzt. Revelio. Revelio. Klar, dass ein Kräuterkundler Teufelsschlingen benutzt. Ein Troll? Das darf nicht wahr sein.
Velio. Ein Sarkophag. Das muss Marmaduke sein. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Velio. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Ich hoffe, es hebt den Fluch auf.
Ich habe das Wappen zu Marmadukes Sarkophag zurückgebracht. Genauso wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mungo Hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Nur ein armseliger alter Troll, nichts Besonderes. Ein Troll? Oh, tut mir so leid. Wie furchtbar. Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft. Aber das wundert mich nicht. Marmaduke war wohl schon immer für eine Überraschung gut. Das war er wirklich. Ich sollte wohl gehen. Ich will unbedingt zu meinem Bruder. Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben. Natürlich. Das ginge mir genauso. William und ich stehen für immer in deiner Schuld. Danke nochmal für deine Hilfe.